Fatso! Flo! Mann, Fatso! Hast mir auch im Polio! Fatso! Bist du Flo? Was kann das tun? Doch, Pippa! Was geht hier? Firmator! Was geht hier? Es sind neue Herausforderer für die Spiele eingetroffen. Soll das spezielle Spielverlauf gespeichert werden? Ja, klar doch. Das Spiel wurde gespeichert. Und es ladet. Wisst ihr, ich habe von Plauder gehört, dass ein paar ganz besondere Pokémon hier sind, um an den Spielen teilzunehmen. Ganz besondere Pokémon? Ob die stärker als Logok sind? Komm, such mir noch mehr Freunde und geh dann zu mir. Ja, mehr Freunde wir finden, desto hübscher wird der Rico. Ich fühle mich hier im Pokémon im Pokepark inzwischen richtig wohl. Ich könnte hier noch eine ganze Weile rumtollen. Ich auch, wir sind schließlich ganz dicke Freunde mit dem Pokémon hier geworden. Das sollten wir auskosten. Nanu, da vor dem Baum steht irgendeine Art Schild. Was hat es damit wohl auf sich? Ja, was hat es damit wohl auf sich? Welches Schild haben sie gerade? Das? Passwort 9964549. Gib dieses Passwort ein und schau mal nochmal am Eingang zum Pokéball vorbei. Das Entwicklerteam vom Pokéball Wii. Möchtest du dir den Namen der Entwickler von Pokémon wie ansehen? Ja klar, doch sehen wir uns die Credits an. Viel Spaß mit den Credits! Ja. Hier in den Credits werde ich jetzt mein kleines Review zu diesem Spiel geben. Ja. Es war ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Die Spiele waren eigentlich alle ziemlich einfach. Manchmal, ja, es hat ein paar Spiele gegeben, die haben zu ihre Schwierigkeiten drinnen gehabt, ja. Also, für Pokémon-Fans, ja, also für Fans von, wie sage ich das am besten? Also, wenn ihr Fans des Pokémon Adventure Spielen seid, also wir haben ja so wie Pokémon. Mann, mit ich. Es gibt kein Spiel mit dem, kein Pokémon-Spiel, mit dem ich das vergleichen kann. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, einfach herumzutollen und zu spielen mit den anderen Pokémon, die verschiedensten Herausforderungen, in Anführungszeichen, zu meistern. Und ja, das Spiel hat eigentlich auch meiner Meinung nach eine ziemlich schöne Story, auch wenn ja manche meine Neinigkeit kennt, ja, es ist ziemlich schön. Ich finde es eine ziemlich schöne Geschichte. Pikachu wird in eine Pokébar geschickt und muss dort Spiele spielen und Pokémon wieder Freundschaft schließen und so. Ich finde es eine ziemlich gute Idee gewesen, damit den Himmelsprisma wieder zusammenzufügen halten. Meiner Meinung nach war es eine sehr gute Idee und ich empfehle das Spiel jeden weiter, der auf jeden Fall jeden weiter, der ein Pokémon-Fan ist.
Ich denke, dieses Spiel ist für die meisten Pokémon-Fans, naja, für die meisten, für die eher nur auf die Pokémon-Spiele, die ganz normalen Spiele, ja, diesen beiden Typen hier danke ich besonders, Michael Ecker und Daniel Heucher und Anja Weinbach, die sind cool, die haben das Spiel auf Deutsch übersetzt. Ja, und dann, ja, für die normalen Pokémon Spiele wollen, also die einfach, wo man sich 6 Pokémon im Team fängt, die Pokémon Liga spielt, ja, für die noch nicht immer, ist das nicht so zu empfehlen, da es jetzt komplett anderes ist, ja. Aber für Fans von allen anderen Pokémon, wenn man Fan ist von Pokémon Ninja, Pokémon Mystery Dungeon, ist das, oh cool, Hubertus von Lerchenfeld hat in dem Spiel mitgesprochen. Der Typ ist cool. Okay, egal. Einer meiner Lieblingssynchronsprecher im deutschen Raum. Gut, egal. Auf jeden Fall empfehle ich das Spiel sehr. Und würde auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch das Spiel auch zulegen würdet und die Entwickler unterstützt damit. Es ist auf jeden Fall für Pokémon-Fans wirklich das Geld wert. Recht interessantes Spiel. Aber ich wiederhole mich nur. Ja, das Spiel hat mich eigentlich wirklich fasziniert. Und damit sind die Credits auch schon bald wieder vorbei. Es gibt auch Passwörter noch dazu, damit kann man dann noch besondere Pokémon wie Groudon oder Celebi freischalten. Vielleicht gebe ich einen Link in die Beschreibung unten, wo ihr die Passwörter finden könnt. Mal schauen. Ja, und auch das Passwort, das wir gerade eben gelesen haben, gibt es auch. Gut. Sobald die Credits vorbei sind, werde ich mich dann verabschieden. Das war's für mein Pokémon Pokepark Wii Let's Play. Ja, die Credits haben wir noch vor uns, den Rest. Ja, das sind die Credits gewesen, denke ich. Gut, da ist der Ladebildschirm. Das war mein Let's Play zu Pokepark Wii. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, kauft euch das Spiel. Es ist sehr gut. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play, welches es sein wird. Mal sehen. Bis zum nächsten Mal, euren nächsten Let's Play. Oder in einem anderen. Bis dann. Ciao.